آخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر كلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. Oman dina, wenn der erste von euch und der letzte von euch und die Menschen und die Dschinn, die Geisterwesen, alle das sittenloseste Herz von dem sittenlosesten von euch hätten, das würde von meiner Macht, von meiner Herrschaft nichts wegnehmen. Das heißt, Gott braucht dich nicht. Du brauchst ihn. Und das Problem ist nur, dass viele von uns zu arrogant sind. Dina hört sich für dich schlecht an. Aber der Islam befreit dich. Denn du bist jetzt Diener von so vielen Faktoren. Du bist Diener von dem, Diener von dem, Diener von deinem Nachbarn. Was denkt der über dich? Was ist mit dem? Was denken diese Leute über dich? Aber dann, wenn du Islam annimmst, bist du von diesen ganzen Dienern, von dieser Sklavenschaft, von diesem Sklaventum gegenüber der Schöpfung befreit. Und du bist nur noch Diener des allmächtigen Gottes. Und wenn du Diener des allmächtigen Gottes bist, was ist der erste Nutzen, den du bekommen wirst? Der erste Nutzen ist, dass du ein glückliches Leben führen wirst. Subhanallah, in welchen Ländern? Viele reden über islamische Länder, das soll sich keine angegriffen fühlen. In welchen Ländern ist die Selbstmordrate am niedrigsten? Trotz Selbstmordanschläge. Die islamischen Länder, das sind nicht meine Worte, das sind Statistiken. Es wird immer über die islamische Frau geredet. Wie sie sich fühlt. Wer redet darüber, wie sich die islamische Frau fühlt? Alice Schwarzer, Angela Merkel, Madonna, Britney Spears, Mariah Carey. Fragt die islamische Frau, wie sich die islamische Frau fühlt. Fragt nicht mich, fragt meine Frau. Alhamdulillah, weil Glücklichkeit, glücklich sein, ist nicht etwas, was abhängig ist von der Länge der Haare, was abhängig ist von der Figur, weil du hast viele Frauen, die schön sind und viele Frauen, die dünn sind. Und sich in die Bulimie essen, was heißt essen, in Bulimie hineinkommen, wegen ihrem Schönheitswahn. Du hast viele Frauen, die vielleicht schön sind, aber irgendwann Selbstmord gemacht haben. Du hast viele Leute, die vielleicht Geld haben und irgendwann einen Selbstmord gemacht haben, sich mit dem, oder total unglücklich sind. Schau dir die meisten Stars an. Du sagst dir als Mensch, ich will reich sein, ich will glücklich sein, ich will berühmt sein, ich will Ruhm haben und so weiter. Schau dir an, wie viele von den Stars, subhanallah, ich habe es einmal in der Zeitung gesehen, drogenabhängig sind. David Hasselhoff, alles drum an. Schau dir Whitney Houston an. Möge Allah sie heilen, möge Allah sie recht leiten. Schau dir Britney Spears an, schau dir Mariah Carey an. Mariah Carey Selbstmordversuch, Britney Spears, keine Ahnung wie viele Selbstmordversuche. Subhanallah. Das sind doch die Leute, zu denen man als normaler Mensch aufschaut. Wo man sagt, boah, guck mal, Erfolg, schön, reich. Aber schau dir das Ergebnis an. Warum? Allah sagt im Koran, das sind nicht meine Worte. فَمَنْ أَرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى. Wer sich von unserer Rechtleitung abwendet, dem werden wir ein grausames, scheußliches Leben bescheren. Und am يَوْمَ الْقَيَامَةِ werden wir ihn blind auferwecken. Deswegen, das Glücklichsein ist etwas, was vom Herzen abhängig ist. Und ich weiß, vielleicht die Nichtmuslime werden diese Erfahrung nicht gemacht haben, aber ich behaupte dies, auch wenn es einigen Leuten nicht gefallen wird, wer Islam richtig verstanden hat. Ich rede nicht von dem türkischen oder marokkanischen oder bosnischen Mädchen oder Jungen, der Islam nicht verstanden hat, der so gar nicht weiß, worum es im Islam geht, der genau dieselbe Antwort gibt auf den Sinn seines Lebens wie sein nicht-muslimischer Schulkamerad oder Arbeitskollege, sondern ich rede von demjenigen, der die Religion bewusst praktiziert und sich bewusst ist, wofür er diese Religion praktiziert. Frag ihn, wie er sich fühlt. Frag ihn, diese Tausenden, Zehntausenden Jugendlichen, die letztes Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren noch die coolsten Aufreißer in der Disco gewesen sind. Frag sie, wie sie sich heute fühlen, wo sie Islam praktizieren. Frag mich! Frag mich, wie ich vor 6 Jahren war, als ich zum Islam gekommen bin, wie ich mich jetzt fühle. Alhamdulillah. Vor 6 Jahren, ich sage dir eins, wahrscheinlich viele von denen ich will, das soll keine Angeberei sein, weil ich, da braucht ja gar keiner neidisch drauf zu sein. Nur man muss ja einfach auch mit Tatsachen mal kommen. Ja? Vor 6 Jahren, ja, bevor ich Islam angenommen habe, war ich Profiboxer gewesen im Sauerland-Boxstall. Mein Trainer war Uli Wegner gewesen, vielleicht kennen ihn einige.
der Trainer von Markus Beyer und von Sven Ottke, die Boxweltmeister. Ja? Ich war mit diesen beiden Leuten in einem Boxstall gewesen, habe gutes Geld verdient, bin mit einem dicken Cabriolet mit der dicksten Mucke durch die Stadt gefahren. Und wenn ich am Wochenende irgendwo rausgegangen bin, in die Disco oder so, bin ich in jede Disco umsonst reingekommen, weil mich jeder kannte. Viele Jugendliche werden sagen, boah, ist doch cool, oder? Respekt. Auf diese Art und Weise. Ist so. Und schöne Wohnung und das ganze andere Programm, was dazugehört. Alhamdulillah. Astaghfirullah. So. Aber was ist jetzt? Jetzt geht es mir besser. Und so kenne ich hunderte Beispiele, kann ich dir nennen. Warum? Weil Allah sagt im Koran etwas sehr Wichtiges. Man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'min. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau und ist gläubig dabei, falanuhyiyannu hayatan tayyiba, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Sure 60, Vers 97. Ein gutes Leben bescheren. Und du siehst die Leute. Und Brüder, ich kenne einige Leute aus den Ländern, die arm sind. Achi, die leben vielleicht in einer Wellblechhütte. Die haben den Glauben an Allah. Und die haben Wissen, dass der allmächtige Gott mit ihnen ist. Und selbst wenn sie 70 Jahre alt sind, oder 80 Jahre alt sind, oder 90 Jahre alt sind, wo die meisten Menschen sagen, ach ja, es ist so schwer, mir tun die Knochen weh, wir machen sich lustig über die Leute, möge Allah ihre Schmerzen nehmen und sie auf den geraden Weg führen. Aber in diesem Alter sagen sie, Alhamdulillah, Subhanallah, 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 Subhanallah. Und sie sind Gott am Dienen. Und haben jetzt in dieser Situation noch einen Sinn im Leben, wo der andere nur auf den Tod wartet. Und du siehst sie mit dem Stock zur Moschee gehen, blind. Du bist in Mekka bei der Hajj und du siehst dort Leute, die kurz davor sind, zusammenzubrechen. Du siehst dort Leute, die sind vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt und die werden in dem Rollstuhl um die Kaaba gefahren und sind am Weinen, Achim. Am Weinen vor Freude. Weil sie Gott dienen können und sagen, Alhamdulillah, keine Sekunde von meinem Leben ist umsonst. Denn jede Sekunde von meinem Leben habe ich eine Verbindung mit dem allmächtigen Gott. Ach, so wirst du glücklich. So hat Gott dir die Glücklichkeit gegeben, wenn du es verstehst. Wenn wir es verstehen. Alhamdulillah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Amen. Wallah, feste unsere Herzen auf deine Religion. Aber jetzt, diese ganzen Sachen sind alles nur Äußerlichkeiten. Nicht nur Äußerlichkeiten, sind wichtige Dinge. Sind schöne Dinge. Sind Dinge, die wir lieben. Wir wollen zufrieden sein, wir wollen einen Sinn haben, wir wollen Spaß haben, kein Problem. Du wirst es haben mit Islam. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Was ist der wichtigste Punkt, wenn du Gott dienst? Wenn du dich bekennst, dass du ein Sünder bist und dass du ein Diener des Gottes bist. Nicht, dass Gott ein Diener von dir ist. Was ist dann? Alhamdulillah. Dann wirst du ins Paradies eingehen. Durch die Barmherzigkeit von Gott. Viele denken, der Islam würde glauben, dass der Mensch durch seine Taten reinkommt, aber die Taten alleine führen nicht ins Paradies, sondern die Barmherzigkeit Gottes ist es im Endeffekt. Das ist ein großes Missverständnis, was viele Leute haben. Aber diese Barmherzigkeit hast du in diesem Fall. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Was hindert einen daran? Und was ist der Preis dafür? Der Preis dafür ist, dass du das ewige Leben bekommst, das Paradies. Viele von uns streben nach dem Unmöglichsten, nach verschiedenen Dingen. Streben nach Dingen, der eine strebt nach der Frau, die andere strebt nach dem Mann, der andere strebt nach dem Geld, nach dem Vermögen, nach dem dies, das, das, das. Aber Garantie, 100% die Garantie, du wirst alles verlieren. Und du wirst in das Grab gelegt werden. Das Loch wird dort sein. Du wirst in das Grab gelebt werden und dann ist es vorbei. Und was ist dann? Und wenn du diesen Weg wählst, Wallahi, ich schwöre beim allmächtigen Gott, der allmächtige Gott wird dein Grab breit machen und du wirst die schönste Welt erleben und du wirst am jüngsten Tag ins Paradies gehen. Und diese Welt ist das, was du dir hier gewünscht hast. Du hast dir hier gewünscht, nicht alt zu werden, nicht krank zu werden, mit deiner Frau zufrieden zu sein, mit deinem Mann zufrieden zu sein,
Die schönsten Dinge hast du dir gewünscht und was musst du